Der Rücktritt als aktiver Fußballprofi zum richtigen Zeitpunkt gestaltet sich immer schwierig. Zumal, wenn man immer noch gut mithalten kann. Clarence Seedorf hat nun seine Spielerkarriere nach 22 Jahren beendet. Pues 22 años fue una noche difícil. Nach 22 Jahren, das war eine harte Nacht. Ich blicke absolut zufrieden zurück auf meine Karriere, darauf, was ich geschafft habe, auch zuletzt hier mit Botafogo. Ich konnte mir hier nochmals einen Traum verwirklichen. Ich konnte gemeinsam mit Botafogo die Copa Libertadores nach 17 Jahren gewinnen und konnte meinen Anteil dazu beitragen. Deshalb bin ich unglaublich glücklich, mit diesem Erfolg zurückzutreten. Einen Anschlussjob hat der Niederländer schon als Trainer. Seedorf tritt bei seinem Ex-Club Milan die Nachfolge des eben entlassenen Massimiliano Allegri an. Als Spieler trug Seedorf das Trikot der Rossoneri insgesamt 10 Jahre lang. E quindi sono molto felice di questa opportunità. Ich bin sehr glücklich über diese Gelegenheit. Ich wollte mein Abenteuer hier in Brasilien mit Anstand beenden. Qui in Brasile l'avventura che è stata veramente bellissimo. Es war eine wunderbare Erfahrung. Jetzt geht ein neues Abenteuer in Italien los. Veramente nel nuovo veste. Ich werde schon bald alle Fragen zu meiner Zukunft beantworten. Ich fühle mich geehrt und motiviert, bei einem so großartigen Club wie Milan sein zu dürfen. Das ist ein Traum für jeden, der Trainer werden will. Motivato, è un sogno per chiunque, diciamo, chi vuole diventare allenatore, di poterlo fare in una grande squadra. Der 37-Jährige soll nach seiner Ankunft in Italien nun am Donnerstag den Medien und Fans der Rossoneri vorgestellt werden.